Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Adventures Red Chapter. So heißt es richtig. Oh, ups, das wollte ich. Oder auch nicht. Hier ist ein Bibor, wie schön. Das Blumenfeld des Vertania-Walds. Ja, wer kennt's nicht? In der letzten Folge wurden wir fertig gemacht von gewissen Leuten mit Sichlor. Ich hoffe, das passiert heute nicht. Irgendwo ist ein Kangama, dem es nicht so gut geht. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte den Wald, da schwimmt einer. Da badet einer im Wald. Okay, ich hatte den Wald ein bisschen anders in Erinnerung. Okay, hi Samurai. Okay. Was hat er denn dabei? Ein Metapod. Oh, süß. Glaube ich. Guck mal, das kannst du besiegen. Wir beschleunigen nur ein bisschen. Dann geht das auch relativ schnell. Schaut euch das an. Ich habe sogar gecrittet einmal. Na, das ist doch mal was. Das Ding kann sich nämlich nicht wehren, also alles gut. Und es gibt schön viel XP, weil das eine Entwicklung ist. Ein Pinsir. Um Himmels Willen. Zuerst der eine mit Sichlor und dann der nächste mit Pinsir. Was ist los in diesem Wald? Das ist doch nicht normal, ey. Ah. Okay. Aquaknarre, ach hey je. Es hat Härtner eingesetzt. Das irre Ding. Es hat vor allem meinen Balui besiegt. Warum sind die denn so OP? Und warum sind diese OP-Dinger hier überhaupt? Oh, das Ding macht mich doch fertig. Ich habe gewonnen. Okay. Gut. Zufall, aber gut. Giftpuder. Giftpuder. Was habe ich denn sonst? Habe ich gerade Ego-Samen verlernt. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Okay. Ja, ja, ja. Das hat funktioniert, so wie ich das geplant hatte. Okay. Meinem Team geht es jetzt irgendwie nicht so geil. Wie gehe ich denn zurück zum Heilen? Ja, fantastisch. Wiedersehen. Ah, hier ist Wasser. Ah. Das hat das die komische Bewegung gerade gemacht. Okay. Ich glaube, ich komme von hier, oder? Ja. Ach, ich bin erst... Ich dachte, ich wäre schon viel tiefer im Wald. Oh, oh. Ups. So. Vertania City. Ich bin zurück. Wo ist das Pokémon Center? Ich weiß es nicht. Hier nicht? Ich glaube auf der anderen Seite. Och, geh mir aus dem Weg, ey. Ja. Ja, erstmal auf die andere Seite gelaufen. Aber ich wusste, rechts ist was. Nur eben ist da das... Die Arena und nicht das Pokémon Center, zu dem ich eigentlich wollte. Ja gut. Steht da der Computer auf... Steht das Telefon auf dem Sofa? Ich... Okay. Das ist nicht der Ort, an den ich ein Telefon stellen würde, aber okay. Ich meine... Ich würde das Telefon vielleicht vors Sofa stellen, dass ich mich aufs Sofa setzen kann beim Telefonieren, aber... Dass ich das Telefon beim Telefonieren setzen muss, das ist mir neu. Ach, die Bibor. Mit denen rede ich nicht. Ich möchte nicht umgebracht werden. Da komme ich erst mit Zerschneider durch. So. Gehen wir mal weiter. Nachdem der Kerl mit seinem OP-Pinsir hier mich fertig gemacht hat. Hi. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein, er hat Bibor und Smetbo. RIP mein Team. Oh, Doppelkampf, fantastisch. Okay, das macht mir etwas Sorge, muss ich sagen. Aber nur etwas, schon okay. Oh nein. Ja, klar. Bisasam One-Hit.
Hä, warum hat das... Warum hat mich das gewonnen-hitted? What the... War... Quapuzzi. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht bisher. Das packe ich doch nicht. Wie soll ich denn den Kampf gewinnen? Hä? Ja, klar, Swagger. Also das... Das Medbo. Es hat halt einfach den egal. Okay. RIP. Okay, vielleicht sollten wir ein neues Pokémon fangen. Ich tendiere zu einem Taubsi oder so. Hier vorne laufen noch Taubsi rum. Hey, kämpf gegen mich, Taubsi. Ich treffe aber auch immer in diesen Wiesen keine Pokémon, oder? Ich habe so selten wilde Encounter, das ist schon echt nicht normal. So. Ich könnte mal die Wundersaat verteilen. Jetzt im Kampf nicht, aber danach. Taubsi hat keinen Bock. Ich habe aber auch keinen Bock, Taubsi zu schwächen. So. Guten Tag, Taubsi. Du bist im Team. Weil ich Angst vor Käfern habe. Okay, gut. Hätten wir das geklärt. Das wollte ich nicht. Egal, wir nehmen es mit. Pokéball! Hauptsache, irgendwas, um mich gegen die ganzen blöden Käfer-Pokémon zu verteidigen, die hier sind. War ich hier hinten schon? Hi. Ah, er spielt Verstecken mit seinen Freunden. Oh. Ist ja gemein. Oh. Oh, er kann niemanden finden. Okay. Aha, es geht nur um Tanzen. Keine Sorge, Leute, keine Sorge. Okay. Wie kannst du es. Könnt ihr es wagen, mir zu sagen, dass ich verschwinden soll? Ich bin ein Geschenk an die Menschheit. Aha. Ach, hier kommt man erst nach Marmoria. Okay. Gut. Glaube ich. Wir gehen dann mal wieder. Ganz unauffällig. Leute, ich würde aber sagen, ich level jetzt erstmal meine kleinen Vögelchen hoch und wir sehen uns nach dem Cut wieder. Hier seht ihr mein wunderschönes trainiertes Team. Es ist gar nicht einseitig voller Vögel. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Quapuzzi hat inzwischen Eisstrahl gelernt. Ich wusste nicht, dass es das lernen kann, aber ich bin zufrieden, das ist gut. Ich hoffe, wir können jetzt mit dem ultimativen Bösen hier abrechnen. Der Trainer mit dem Bibor und dem Ismetbo. Schwierig, schwierig von ihm, finde ich. So. Wir machen zuerst das da. Wenn der wieder alles delegat hat, ne? Dann bekomme ich, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch. Astra? Komm schon. Einfach One-Hitten. Ja. Oder auch nicht. Warum auch One-Hitten? Ach, nicht. Was könnt ihr eigentlich für Attacken? Boah, das war ja klar. Erstmal mein Pokémon verwirren. Ja, oh nein, so knapp. Es hätte es fast nicht machen können. Ah, kann es jetzt aber sowieso nicht nochmal machen. Wir müssen aber, glaube ich, Baloo austauschen. Was zum... Guck mal, ich drücke jetzt nach oben. Ich drücke jetzt nach rechts. Nochmal nach rechts. Hä? Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein seltsamer Bug ist. Aber okay. Ich bin etwas verwirrt. Wenn die Tasten nicht das tun, was sie tun sollten. Schon okay. Käfer gebrummt. So, weg damit. Es gibt hoffentlich jetzt gut XP. Tut es auch. Glaubt ihr, die beiden zusammenbekommen, das wäre auch Swagger. Lass es doch einfach. Oh. Na, wenigstens hat Besasam getroffen. Aber leider hat es nicht gereicht. Ach, ja, klar. Wir greifen hiermit nochmal an. Dann wechsle ich auf Baloo.
der jetzt hoffentlich nicht geswaggert wird, weil er auf der Seite steht, wo das Taubsee war und der wird nicht zweimal auf Taubsee gehen. Wenn dann geht er auf Bisasam oder auch nicht. Ja. Nervigste Attacke aller Zeiten. Gut, den Delegator hätten wir weg. Nochmal Tackle und du machst Eisstrahl und Eisstrahl ist einfach weg. Hol es vom Himmel. Wow, das hat gar keinen Schaden. Nein, warum immer auf Baloui? Der ist doch so unfähig. Was soll das? Ach, guck mal, Tackle macht gut Schaden. Bitte bring dich nicht um. Er hat getroffen, sehr gut. Level 14 für Taubsi. Werden alle Kämpfe so sein, frage ich mich. Ich hoffe nicht. Oh, der ist der Nächste. Hi. Sein Name ist Buggy. Seine Eltern wussten schon, was eines Tages seine Bestimmung sein würde. Das ist interessant. Er hat ein Paras. Okay. Astral. One-Hit? Warum ist nichts One-Hit? Was ist los mit diesem Quapuzzi? Ist das ein blöder... Ah! Das kann doch nicht ernsthaft passieren, oder? Das war das Traurigste, was ich je gesehen habe. Das hat kein einziges Mal mehr getroffen. Wegen der Paralyse. Unglaublich. Also manchmal, ne? Keine Lust, heilen zu gehen. Da ist ein Schild. Ja, ich weiß, was Gift macht. Ah, bitte. Bitte heil mich doch. Bitte. Was, wenn ich sie schlage? Heilt sie mich dann? Hi, Raupi. Tschüss, Raupi. Okay. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, was meine Mission hier ist. Wir müssen das Kangama vermutlich mal finden, aber... Oh, da geht's raus. Toxin. Toxin ist gut. Wo ist nur dieses Kangama hin? Nein! Ich will doch nur heilen. Oh, wow! Von wo hat der mich denn gesehen? Was zum? Was hat der für eine Range? Und warum schreit er mich an? Was ist los mit ihm? Unhöflich. Ich habe noch keine Ahnung, wo dieses Kangama hin sein soll. Freundchen, ich habe echt keine Zeit für dich und keine Lust. Fadenschuss. Ja. Toll. Er hat einfach so eine Nervensäge. Ich habe keine Zeit für einen Käfersammler. Warum? Warum können die ganzen Smetbo in diesem Spiel Delegator? Es ist nicht normal, ehrlich. Meine Vogelarmee kommt hier. Genau für solche Fälle. Meine Vogelarmee. Ich bin hier Vogelfänger. Mann, Nervensäge. Hast du denn kein Gamma gesehen? Ich hoffe, du kämpfst nicht. Ah, er checkt also den pH-Level von dem Wasser hier. Aha. Das hilft mir leider nicht, das Kangama zu finden. Ich dachte, er hätte da vielleicht den einen oder anderen Tipp für mich. Ein Kakuna. Ah, das ist jetzt vorne. Ich dachte gerade, hä? Oh komm, wir leveln das mal auch. Ich mach jetzt eben den, mit Tackle das Kakuna weg, das ich hoffentlich nicht wehren kann. Sehr schön. Ja, direkt Level 8 läuft. So muss das. Okay. Ach, da unten geht's weiter. Ah nein, da bin ich doch vor 5 Sekunden hingelaufen. Wie kann man so verwirrt sein? Wow. Da hinten geht's noch... Nee. Da kommt man doch überall nur mit Zerschneider hin. Wie soll ich denn das Kangama finden? Bin ich hier schon links gelaufen? Da! Ich hab's. Will das jetzt kämpfen?
Mein Team sieht so semi-optimal aus. Ich wollte auf den Beutel gehen, nicht nochmal auf Pokémon drücken. Dankeschön. So, wo ist denn... Ein Trank habe ich. Ne. Ah ja, wartet. Videos. Hier, wir geben das mal unserem Bisasam. Das kann das gut gebrauchen. So, hi Kangama. Oh, geht's dir gut? Ich bin hier, um dir zu helfen. Oh, es ist wütend. Es ist wütend. Level 15. Was ist mein Plan? Muss ich es besiegen? Kann ich es fangen? Ah, guckt mal. Es kann... Es, oh, yay. Yeah. Was habe ich für eine Fähigkeit? Ich habe sie nicht gelesen. Kann mein Statuswert nicht verändert werden? Ah nein, nur Verteidigung kann nicht gesenkt werden. Das ist so eine random Fähigkeit, ey. Also, wenn man Genauigkeit nicht senken kann, verstehe ich den Sinn von dieser... Von dieser Attacke, aber Verteidigung senken. Es kommt halt trotzdem noch durch. Das ist jetzt jedes Mal durchgekommen, obwohl ich seine Genauigkeit gesenkt habe. Es ist ihm einfach egal. So. Das ist, ich habe zweimal seine Genauigkeit gesenkt, ne? Könnte ihm nicht mehr egal sein. Oh, wow. Das ist eine kreative Attackenidee. Okay, mache ich damit mehr Schaden? Bis. Es trifft einfach, obwohl ich seine Genauigkeit gesenkt habe. Das ist illegal. Das trifft so oft. So oft würde... Also, es trifft so oft von der Anzahl her, wie ich nicht treffen würde, wenn ich zweimal Sandwirbler abbekommen hätte. So. Kann ich einen Pokéball drauf werfen? Nein. Okay. Ja, woher soll ich wissen, dass man das nicht fangen kann? Ich, vielleicht muss man es ja für die Story fangen, wer weiß. Sagt er mir keiner. Deckel. Ja, wow, jetzt geht er immer seine Attacke daneben. Ach du Kacke. Okay. Guten Schlag. Könntest du bitte aufhören, meine Genauigkeit zu senken? Das ist halt nicht okay. Okay, damit haben wir es fast down gekriegt. So, zweimal Tackle und das war's. Level 15, sehr schön. Takedown willst du lernen? Nee. Rasierblatt hört sich für mich schon vernünftiger an. Tschüss. Tschüss, Attacke. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Jetzt habe ich neben Solarstrahlen noch eine Attacke, die auch in einer Runde angreift. Ich wusste es, dein Baby ist verletzt. Oh, da kommt der Trollo wieder, ey. Ha, vielen Dank, Bögen. Dir habe ich die Chance verpasst. Aha, das ist also der Grund, warum du nicht zurückgeschlagen hast vorhin. Wenn das Feuer von Glumanda dein Baby getroffen hätte, dann wäre es wirklich verletzt gewesen. Warte. Was willst du? Das Baby, ich habe diese Symptome schon mal gesehen. Es ist vergiftet. Was? Wenn wir die Vergiftung nicht bald heilen, dann wird es nicht schaffen. Dann werde ich ein bisschen Gegengift aus dem Pokémon-Markt kaufen. Bist du verrückt? Das ist ein Baby-Pokémon. Das kann die Medizin das verträgt die Medizin nicht. Weißt du denn überhaupt irgendwas? Du hast es angegriffen, nicht ich. Also mal ganz ehrlich. Aha, er braucht Beeren. Wir suchen nach einer. Zufälle gibt's. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Und in der nächsten gehen wir zu der Schwester Choi oben in der Ecke und holen eben die Beere. Bis dahin, macht es gut und tschüss.